Verdammt. Ein lautes Kreischen, was die Sphären zerreißt. Gerade auch neben Iolaos und Abel. Ihr könnt ihr wohl sehen, wie kurz die Dimension aufreißen und einiger grauer Limbusnebel sich neben den Magiern bildet, mit dem Kreischen des Karakels zusammen. Fliegt in Richtung Süden. Wenn der Limbus neben mir aufreißt, dann springe ich erstmal weg von diesem Riss. Ich versuche ruhig zu bleiben und ein bisschen interessiert untersuche ich das doch. Seid vorsichtig. Natürlich, das bin ich immer. Auch dieser Ort ist verstörend und faszinierend zugleich. Durchtränkt von schwarzer Magie. Ich glaube, hier nennt man das einfach nur Magie. Nennt es wie ihr wollt, es ist verdorben. Verdammt, hat uns dieser Magier gesehen? Was meint ihr? Nun, ob er es nun getan hat oder nicht, das spielt eigentlich keine Rolle. Es ist nicht so, als wenn wir uns verstecken. Was weiter? Jetzt so, dass wir da reinkommen. Ich schneide mir jetzt mal meinen Gürtel ab, also meine Waffengänge, und ziehe mir meine Robe aus und stecke die erstmal in den Sack irgendwie. Da kommt ihr früh drauf. Warum habt ihr das nicht schon im Wald getan? Ja, hatten bis jetzt keine Zeit. Aber egal. Ja, leg meine Waffengänge wieder an und kommt. Gut, das heißt Alricio Iolaos in Lederrüstung und damit klar gegen den Kodex verstoßend. Ja. Wie sieht das aus mit Iolaos? Ich habe Kodex damit absolut weiter. kein Problem. Gut. Wozu auch? Kurz, wollte nur nochmal nachfragen. Ich bin nur ein lizenzierter Magier. Ich habe mich nur angeschlossen, damit ich zaubern darf. Ja, wenn ihr dann den Pfad nach oben steigt, könnt ihr noch erkennen, wie da wohl die Spinnenbeine sich tief in das Gestein gebohrt, gekratzt haben, als es dann mit dem Mahaitam dann zu Ende ging und keine Energie mehr da war. Wisst ja schon einiges darüber, wie diese Dämonenarchen funktionieren. Vielleicht könnt ihr jetzt noch etwas mehr lernen. Zumindest habt ihr von der Galeerenbrecher schon mal gehört, die tief im transjüdischen Hinterland gestrandet ist. Gab zumindest diese einigen Erzählungen, auch damals auf dem Perlenmeer. Ihr könnt dann in Richtung dieses geborstenen, abgesplitterten Unterkiefers gehen, wo. Ja, es gibt dort eine Bar, die hier aufgebaut wurde, mitten in diesem Pfuhl, da wo Ahmad damals eins dieser Eier zerstoßen hatte, wo ihr in diese ja wieder natürliche Dämonenarche reingegangen seid, als das Horn von Ephrata klang, als ihr geentert habt. Dort aufgebaut könnt ihr erkennen, wie dort eine Bar ist und dort hinter ein paar Tische eine Dame. Ist wohl eine Magierin, sitzt hier auch mit Kodex gemäß in Schwarz und Rot an einem der Tische und sitzt da alleine, während ja hinter dem Tresen ein geisterhafter Nebel eine Frau sich befindet. Das ist wohl die Wirtin, zumindest sieht das so aus. Könnt dann weiter herankommen und sie schwebt dann durch den Tresen hindurch, schwebt sie auf euch zu. Willkommen in meinem Pool. Schön, dass ich euch bewirten darf. Redet näher. Ich trete näher. Guck sie mal an. Sieht sie ein bisschen. Ich meine, sie sieht tot aus, ja? Sie ist ein Geist. Also ein Geist. Nein, sieht sie ein bisschen so aus wie die waren Steuerfrauen damals ausgesehen haben. Nein, 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 nein. Also. Sie ist nicht irgendwie korruptiert, pervertiert. Sie sieht stämmig aus. Ihre Kleidung ist sehr durchschimmernd. Da hast du Probleme, sie überhaupt wahrzunehmen. Also die Kleidung neben der durchsichtigen Frau sieht ein bisschen aus wie eine Söldnerin, Kriegerin oder so. Ich bin Oglinde. Mir gehört dieses Gasthaus. Willkommen. Der Ritter vom Dunkelstein. Und was kostet die Nacht? Sagen wir eine halbe Dukate. Eine halbe Dukate für euch alle. Dann kann ich euch ein Zimmer herrichten. Wir haben einige modrige Homeria-Kammern hergerichtet, die euch eine angenehme Nacht verschaffen. Die Hibernatoren
Wohnen in denen keine Homeria mehr? Die Homeria sind lange tot. Vertrocknet. Wie das Schiff. Nun gut, richtet das her. Ich nehme auch schon Dresden ist eine Schale oder so, oder ein Becher. Ja, genau. Aus Holz, Unholz, ein paar Ranken, die da auch dir entgegenwachsen, wenn du irgendwas reintun willst. Ja, ich werf dann da ein paar von diesen gehackten Dämonenkronen rein. Mhm. Ja, sie schwebt rückwärts zurück wieder durch den Tresen und verschwindet dann hinterm Holz. Du weißt wohl, zumindest bei dir damals in deiner Gezeitenspinne waren dort die Hibernatoren angebracht, zumindest bevor Ephadaios sie dann entfernt hatte. Die alten Geschichten kommen wieder hoch. Dein Auge fängt weiter an zu bluten. Jordin. Regio. Habt ihr ein Zimmer oder Unterkunft gefunden für uns? Das nächstbeste. Wir sollten auf die Zimmer verschwinden. Ich sehe die dort diese Magierin. Mhm. Hier ist auch eine Bule des Britannias. Guten Abend, meine Herren. Schön, dass ich euch hier noch etwas Gesellschaft bekomme. Ich dachte, ich müsste den ganzen Abend alleine verbringen. Guten Abend. Setzt euch zu mir. Oder mögt ihr es, alleine zu bleiben? Ich blicke mal in Richtung der Hibernatoren. Kann man da rein oder ist die Wand noch zu? Es ist einfach Holz. Einfach nur Holz, was zusammengeschmolzen ist. Aktuell kannst du da noch nicht durchgehen. Du siehst jetzt nur diesen aufgesperrten Kiefer abgebrochen. War ziemlich groß, ja. Auch groß für ein Ei. Ist jetzt, ja, wie groß ist dieser Raum? Jetzt ungefähr 20 Quadratmeter mit einigen Tischen und dem mit der Schenke. Unser Zimmer wird wohl nachher gerichtet. Wir können uns wohl also genauso gut ein wenig setzen. Hat Zeit, das Lumpenpack hier, die sind vielleicht ein wenig ausgelaugt. Ihr versteht die Reise. Ihr seid Händler, nehme ich an. Von weit her mit den Eseln und dem Pferd? Ich bin Ritter. Ich gedenke am Turnier teilzunehmen. Ritter. So. Nun, ich selber ziehe es vor, draußen zu bleiben, da in Yol Gurmak unseresgleichen nicht gerne gesehen wird. Seid ihr nicht von der Schule dort? Nein. Wie kommt ihr darauf? Nun, ihr seid Magierin, nehme ich an. Das ist richtig. Aber ich komme aus Mendena, nicht aus Yol Gurmak. Ihre Künste dort scheinen mir doch etwas grob. Verzeiht. Ich dachte nicht, dass jemand, der sich hier in der Nähe aufhält, noch aus Mendena käme. Von der Schule, meine ich. Also, erzählt mir noch etwas von euch. Ein Ritter mit Gefolge, zwei Zwerge, ein Torwaler, ein Tulamide. Habe ich hier und da aufgelesen. Die meisten von denen wollen auch am Turnier. Ich guck mal zu den Zwergen. Zumindest dort sein. Dieser Tage lässt man ja so gut wie jeden teilnehmen. Nun, wenn ich euch etwas von meinem Wein abgeben darf, dann ist es zwar kein Bosbaranja, aber wenn ihr mögt, ich habe noch einen guten Krug. Ihr seid eingeladen. Ich darf mich übrigens vorstellen, wenn wir etwas länger miteinander verbleiben. Scharlachkraut. Ich zögere kurz, schlage dann ein, wenn sie mir die Hand hinhält. Dunkelstein, Hierodin. Musste sie Rima sehr einbringen. Sie ist echt hübsch. Sie sieht auch ein bisschen elfisch aus. Ich habe Azarel Scharlachkraut schon mal gesehen. Seht sie das? Jetzt, wo du dich erinnerst, es war weit entfernt, aber irgendwo erkennst du sie. Würfel mal auf Klugheit, ob du sie wiedererkennst nach all den Jahren. Das ist lange her. Du weißt, dass du sie kennst, aber du weißt nicht genau, woher. Abdulon. Ich bin Abdulon. Ich bin ein einfaches Mietschwert des Herrn von Dunkelstein. Und er zeigt einmal ganz kurz auf den Bogen, der sozusagen eingepackt ist bei seinem Rucksack. Und wer seid ihr? Sie schaut interessiert zu den anderen. Ich bin Igna. Ich meine, ich bin Stahlmann. Ich bin Eisemann, Sohn des Thorax. Wir begleiten den Herrn von Dunkelstein. Passen auf ihn auf, was man ihn so braucht. Kennt das ja bestimmt. Alrik und Nintangiel.
Ein Söldner aus dem Horasreich. Aminelaus, ein Wanderer. Darf ich fragen, wo ihr gelernt habt, Aminelaus? Oh, weit, weit fern von hier, auf den Zyklopeninseln, unter einer strengen Meisterin. Nun, mich hat meine Reise bisher noch nicht ins, Horasreich war ich schon, aber den Zyklopeninseln, dort hat mich bisher noch nichts hingetrieben. Aber erzählen wir doch gerne ein paar Geschichten. Immerhin wird die Nacht noch etwas länger dauern, nicht wahr? Oh, Geschichten, aber gerne. Also etwas tue ich doch immer gerne. Nun, wovon wollt ihr am liebsten wissen? Nun, ganz generell, was euch hier so hintreibt, wie ihr zu dem Herrn Dunkelstein gekommen seid und... Und ja, einfach nur ein paar Dinge, ein paar Geschichten, ein paar Floskeln, um uns die Zeit zu vertreiben. Aber gerne doch. Nun, ich denke, ein Großteil meiner Geschichte ist relativ langweilig. Und doch, ich habe mich entschieden, auf Reisen zu gehen, auf Wanderschaft, um die Welt besser kennenzulernen, wenn man sehr abgeschieden aufwächst. Lernt man einige Sachen nicht kennen. Odem Arcanum. Das dachte ich mir. Naja, ein sehr nützlicher Kantus. Den benutze ich auch öfters mal. Ich bin fasziniert von eurem Reisebegleiter. Oh, wie meint ihr jetzt? Keine Ahnung. Sie blickt mich an. Was an mir ist schon interessant. Ich bin ein gewöhnlicher Söldner. Natürlich seid ihr das. Nun, aber was sagt doch heutzutage schon der Odem aus? Ich meine, Magie ist so störanfällig in diesen Landen. Störanfällig? Keineswegs, denke ich zumindest. Hattet ihr schon mal die eine oder andere... Sagen wir Erfahrung, vielleicht ein brennender Stall, der ausgelöst durch etwas Wut oder so etwas. Ha! Brennende Stelle? Damit kenne ich mich aus. Seid ihr vielleicht ab und zu etwas schneller als andere unterwegs, wenn ihr euch beeilen müsst? Doch, Magie, Dilettanten. Ich habe natürlich. Noch nie geachtet. Was? Nennt ihr mich einen Dilettanten? Halt vorsichtig, der ist schnell mit dem Griff, mit der Hand bei der Keule. Und ein wenig schwer von Begriff manchmal. Gar kein Problem. Ich bin einiges gewohnt, aber mich reizt die Frage zu stellen, ihr tragt zwar das Dunkelsteiner Wappen, aber ansonsten kommen alle anderen von weit her, ja? Ich brauch's Kunchum. Kunchum, also das ist Kunchum. Gut. Die anderen beiden sind aus... Aus Morasreich? Ja, spart mir den Vortrag mit den Zyklopeninseln. Also wirklich. Und in meinen kurzen habe ich an den Bergen aufgesammelt. Während ihr da so ein bisschen auf sie verunsichert guckt, kommt dann auch die Gastwirtin wieder durch das Holz hindurch geflogen, wirbelt ein bisschen mit den Händen und ein paar Krüge mit Wein, Bier. Fliegen dann verschlossen noch in eure Richtung, sodass ihr da dann auch ein paar Becher und sowas bekommt aus Holz. Das ist ja wohl alles schon im Preis drin, zumindest für diese halbe Dukate, die sie euch da abgeknöpft hat. Das ist natürlich ein bisschen teurer, aber da lässt sie sich nicht lumpen. Und so habt ihr dann nach kurzem Wein und Bier vor euch und sie fliegt dann auch zu euch heran. Ja, mit Essen kann ich wenig bieten, aber wenn ich euch etwas mal Pilz abschlagen kann, also soll auch dies möglich sein. Seid ihr hungrig? Abdullah schüttelt den Kopf. Nicht, nicht so sehr, nein. Dann meldet euch bei mir, wenn ich euch etwas bringen kann. Jedenfalls sagt doch, gelehrte Frau, wenn ihr aus Medina seid. Und mir ist durchaus bewusst, dass wir weit weg vom Meer sind, aber vielleicht habt ihr ein wenig Seemannsgarn zu berichten. Seemannsgarn? Nun, mir wurde berichtet, dass es vor kurzem ein paar Umwälzungen gab. Umwälzungen? Was denn genau?
Ja, Tharion Palligan hat sich losgelöst. Ihr kennt ihn? Den Sohn von Goldo? Um hören, aber Landfrauen sind mir zuwider. Mir auch. Ich bin immer so schmierig. Zumindest hat sich Tharion Palligan von ihm losgelöst und er behauptet seit kurzem, dass er den Splitter der Charybdoroth bei sich hat. Xeran behauptet natürlich das gleiche von sich, aber das sind zumindest die neuesten Gerüchte aus Mendena. Xeran ist ziemlich erbost, dass ihm sein Flaggschiff fehlt, die Plagenbringer. Ich will seine Erzunheiligkeit ja nicht in Frage stellen, aber was glaubt ihr, wer von beiden die Wahrheit sagt? Ich bin mir sicher, dass beide einen Splitter besitzen. Welcher davon der echte ist, weiß ich nicht. Aber ist das nicht ein Zufall? Nun, wir sitzen hier in einer Arche und dort drüben auf dem Meer, nun, das mag zwar schon ein Jahr her sein, aber auch dort gab es Archen. Gibt es immer noch welche? Ich berichte euch von der Plagenbringer. Ironie des Schicksals, schätze ich. Das ist zumindest der neueste Schwank aus Mendena. Sonst gibt es wenig. Was führt euch dann hier in den Norden? Ich meine, alle anderen sind auf dem Weg in die Stadt, aber wenn ihr dort nicht gelitten seid und wenn man eurer Profession anhängt, werdet ihr wohl kaum am Turnier teilnehmen wollen. Der Kaiser von Yol'Gurmak schätzt die Borberadianer nicht allzu sehr. Ihr müsst wissen, ich könnte euch jetzt einiges über Magie erzählen und wie man sie selbst in dem einfachsten Geist manifestieren könnte. Sie schaut mal ein bisschen zu Abdulon, der ja ein bisschen abgerissener als die anderen aussieht. Selbst ihr als Nicht-Magie-Dilettant, als sie grinst ein bisschen, könntet Magie benutzen. Lass gut sein. Zaubereien sind nichts für mich. Billige Tricks. Das Einzige, worauf man sich verlassen muss, ist guter, harter Stahl. So richtig wie ein Kopter? Ihr kennt die alten Bezeichnungen? Ja. Die Koptanim kommt zwar eigentlich aus Fasar, wie übrigens auch Borbarat Xamanot, aber ja, wie ein Kopter. Das Knechten von Menschen ist zwar von meiner Seite aus etwas verpönt, doch es wäre möglich. Nicht das Knechten, sondern das Ansehen. So. Wenn man Magier ist, ist man ja von Stand und... Ihr solltet euch von dem Konzept des Standes etwas lösen. Wer sagt, ob jemand Stand ist oder nicht? Nun, wir sind nicht in Yol'Gurmak, daher kann ich den Namen von Praios in den Mund nehmen. Es ist hier nicht unter Strafe gestellt und Uglinde ist es egal. Praios verfügte damals über die ersten Menschen und bestimmte, wer von ihnen adelig ist und wer nicht. Und seitdem fortpflanzen sie sich fort und nehmen wir einfach mal einen Kreis aus 100 Menschen. Einer von diesen ist adelig und bestimmt über die anderen 99. Findest du das fair? Natürlich. Nun, der eine, der adelig ist, ist doch dafür verantwortlich, die anderen 99 zu beschützen. Denn sie haben weder die Zeit noch das Talent, um ihre eigenen Höfe zu verteidigen. Deswegen muss ja irgendjemand den Schild halten. Und wer tut das? Natürlich wird dieser Adlige nicht selbst kämpfen, sondern requiriert seine Leute aus diesen 99. Verlangt von ihnen Abgaben, damit er sie ausrüsten kann. Ich muss doch wohl sehr bitten, wir sind hier immer noch in Turmbrennen. Natürlich stellen sich die Adligen auf, wenn es ums Volk geht. Oder glaubt ihr, Arngrim sitzt den ganzen Tag nur auf seinem Hintern und tut nichts? Arngrim ist, glaube ich, einer der wenigen, der Yol'Gurmak überhaupt verlässt und etwas für das Land tut. Er ist wohl ziemlich verbittert, dass einige dieser groben Magier, die seit kurzem in Yol'Gurmak vorherrschen, etwas andere Auffassungen vom Land, von der Länderwirtschaft haben als er. Das wäre ja auch, wenn jemand dann käme und sagt, dass Dinge, die ihr seit Jahrhunderten schon so macht, falsch seien. Aber warum lösen wir uns nicht von diesen Ketten? Wofür brauchen wir diesen einen, der über 99 herrscht? Und damit die 99 sich in aller Ruhe zurücklehnen und ihr Land bewirtschaften können. Und nicht fürchten müssen, zur Herrschau gerufen zu werden, so wie es die Freien tun. Wieso gibt es denn eine Herrschau? Weil einer
nehmen wir eine Gruppe von 100 Menschen und auf der anderen Seite steht eine andere Gruppe von 100 Menschen. Jeweils einer ist adlig davon und der eine meint, er müsste etwas mehr Land besitzen und etwas mächtiger werden. Deswegen führt er Kriege. Deswegen ruft er seine Soldaten in den Dienst und zieht gegen andere Soldaten, die niemals jemals einen Groll gegeneinander gehegt haben, die hätten Brüder sein können. Man merkt, dass ich ausmähe. Sie schlachten sich ab, gegenseitig. Ohne dass sie einander kennen, dass sie den Namen wissen, dass sie ihre Vorlieben kennen. Sie töten sich. Nur weil einer dieser 100 es gesagt hat. Und am Ende sind viele tot, die Witwen trauern, die Kinder sind Waisen. Und der eine Adlige ist mächtiger. Der andere hängt. Ist das fair? Ist das gerecht? Ist das das, was Prius gesagt hat? Nein. Man merkt wohl, dass sie aus Mendena kommt. Der Adlige ruft seine Heerschau nicht an, um den Nachbarn auf die Fresse zu geben. Dafür hat man seine Familie und ruft die Feder aus. Das Heer braucht man, um die Ogre zurückzuschlagen. Oder die Goblins. Oder die Orks. Oder was auch sonst noch aus den Bergen kommt und einem ans Leder will. Und das sind keine friedlichen Wesen. Die kommen einfach nur, um uns das Leben zu vermiesen. Was wäre denn, wenn ich euch sage, dass wenn ihr der Philosophie und später dann auch versteht, was Borberat Xamarnoth von uns wollte, euch selbst gegen diese Goblins verteidigen könnt oder gegen Ogre. Er gibt euch die Kraft und die Macht, die Prius zurückhält. Mara wurde gestürzt, damit wir die Zauberei benutzen können. Und Borberat Xamarnoth hat das ein weiteres Mal getan und auch er wurde gestürzt von Prius. Aber selbst wir, jeder einzelne von uns, hätte die Macht, nicht nur einen Goblin zu töten oder einen Ork, sondern auch einen Ogre. Oder sei es ein Riese. Amenelaus, ihr könnt doch zaubern, nicht wahr? Natürlich. Könnt ihr einen Ogre töten, so ganz alleine? Natürlich. Und wie oft könnt ihr das tun? Einmal vielleicht, allerdings, wenn ich mich Vorbereitung habe, mehrfach. Seht ihr? Eine gute Lanze von einem Ritter kann den ganzen Tag Ogre töten, bis sie müde werden. Und wenn ich von diesen 100 Männern oder Frauen oder Kindern, jedem Einzelnen von ihnen, die Philosophie von Borberat nahegebracht hat, kann jeder Einzelne von ihnen einen Ogre töten. Jeder Einzelne. Dafür braucht es keine Ritter mit Lanzen. Aber das wäre gegen die Ordnung. Jeder Macht hat. Aber das ist doch nur die Ordnung, die uns die Priester sagen. Das ist doch nur die Ordnung, die uns die Priester sagen, oder etwa nicht? Sehr richtig, guter Freund. Ihr habt gut aufgepasst. Ich nehme einen sehr tiefen Zug aus meinem Wein. Also aus meinem mitgebrachten, ich nehme mal den sie ausgeschenkt hat, das ist ja schon alle. Ja, du hattest auch gemerkt, dass sie wohl selber einen Zauber über diesen Wein gelegt hat, bevor sie ihn getrunken hatte. Die anderen Magier kennen wohl, dass sie das Gift, also den Alkohol aus dem Wein gebannt hat, aber ansonsten trinkt sie ihn ganz normal. Sehr richtig, unser Freund aus Kutjum hat aufgepasst. Natürlich, er hat Kutjum mal. Dann geht da sowieso alles drunter und drüber. Nun, es mag vieles von unseren Lehren oder von euren Lehren sind vielleicht etwas veraltet, liegen noch in den dunklen Zeiten begraben, als, ich glaube es war Silam Horas, ein paar Edikte erlassen hat. Aber seitdem gibt es diese göttliche Ordnung. Weil ein Mensch es gesagt hat, weil er eine, Sie setzt das in Anführungsstrichen, Vision hatte. Was ist, wenn ich sage, dass ich einen persönlichen Gott getroffen habe? Ein Gott, der neben mir an meiner Seite wandelte. Und ich muss nicht auf Menschen hören, wenn ich auf einen Gott hören kann, der mir etwas anderes gesagt hat. Warum soll ich einem Mann trauen, der von sich selbst behauptet, er hatte eine Vision und er hat jetzt eine Ordnung eingeführt? Das ergibt doch nun überhaupt keinen Sinn. Wollt ihr denn abstreiten, dass diese 12 Götter Macht haben? Ich bezweifle nicht, dass sie Macht haben. Aber jeder von uns einzeln könnte die gleiche Macht besitzen. Und wenn jeder von uns, gleich mächtig wäre, oder wenn jeder von uns mächtig wäre, was würde dann wohl passieren? Meint ihr, jeder würde friedlich nebeneinander herleben? Oder würde jeder noch mehr Macht haben wollen und sich nach oben rangeln? Und wenn es um dieses Gerangel geht, oh, gelehrte Frau, wer würde dann wohl ganz oben stehen? Das Gerangel geht doch jetzt schon. Schätzt ihr nicht? Nein, ja natürlich, aber das Gerangel geht doch jetzt schon, das ist doch jetzt schon da. Habt ihr mal in den Straßen von Kuntum gelebt? Das Gerangel ist jetzt schon da. Die Armen erschlagen die anderen Armen, die ein klein bisschen mehr haben. Das Gerangel ist jetzt schon da. Das Gerangel wird sich also nicht ändern lassen, nur weil jemand mehr Macht hätte, einzeln gesehen. Richtig, und deswegen braucht man eine Ordnung, damit ein solches Gerangel wie bei euch in Kuntjom gar nicht erst aufkommt. So kann auch kein Mensch leben. Das Gerangel ist in Gareth genauso.
Richtig! Karin ist auch genauso verkommen. Es würde sich wahrscheinlich welche Stadt ist denn das nicht so verkommen? Ich hätte auch, wenn alle mehr Macht haben, würde das ungleich mehr Zerstörung geben, heißt das natürlich. Warum denn Zerstörung? Nun, man kann nicht jedem Menschen vertrauen mit viel Macht. Viele Menschen werden davon betrunken, wie von einem billigen Wein. Es gibt viele Menschen, die so sind, und das bedauere ich auch zutiefst. Aber die Götter sind doch gleich. Die Götter führen ebenso ihre Kriege, kämpfen gegeneinander. Oh, und das nicht seit Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten, sondern seit Äonen. Oh, und wie ist das, wenn ihr den Menschen Macht geben wollt? Macht gibt es nie umsonst. Ich gebe ihnen die Macht nicht, ich bringe ihnen etwas bei. Das dauert natürlich. Ich wähle den etwas längeren Weg, den Weg der Weisheit. Ich gebe ihnen Bücher, ich bringe ihnen das Lesen bei. Wisst ihr, wie viele tobrische Kinder ich das Lesen beigebracht habe? Durchaus eine noble Tat. Ihr glaubt wirklich, dass so ein tobrischer Bauer, der ja ein Jahr aus seinem Feld bestellt und mit seinem Leben zufrieden ist, dass der wirklich mehr Macht von euch haben will? Ist er denn wirklich zufrieden? Es geht doch nicht um Macht. Genau, das ist ein guter Punkt. Glaubt ihr denn, die Menschen sind zufrieden? Nur weil es eine imaginäre Grenze gibt? Diese Grenze mag in diesem Fall vielleicht ein Fluss sein. Gibt es denn, ihr kommt doch von Norden, gibt es denn im Norden zufriedene Bauern? Sind sie mit ihrem Leben, so wie es ist, denn zufrieden? Oder gehen wir einfach mal auf die andere Seite, ins Mittelreich, nach Weiden oder wo auch immer die Leute herkommen, aus dem Horasreich? Seid ihr zufrieden? Führt ihr denn dort keine Kriege? Das Leben ist immer hart, egal wo man ist. Seht euch doch nur um. Euer Herr, was hat er gebracht? Nur Leid und Unfrieden über dieses Land. Tod und Untod. Und ihr wollt mir erzählen, dass dies eine gute Sache ist? Untod. Nun, so eine Geisterschranke ist definitiv nützlich. Wie gesagt, ich möchte mich für einige schlechte Wesen, Menschen in unseren Reihen entschuldigen. Aber auch Borbarat hat sie bestraft. Es gibt einige Geschichten, die vielleicht nicht an die Öffentlichkeit gedrungen sind, aber auch er hat harte Maßnahmen gegen Leute gestellt, die nicht das taten, was er wollte. Einfach weil sie zu machtgierig wurden oder auf eigenes Interesse raus gehandelt haben. Anstatt sich an die althergebrachte Ordnung zu halten, soll man sich dann also an Borbarats Ordnung halten. Warum? Weil er der Mächtigste war? Weil er der Mächtigste war. Dann seht euch doch draußen um. Schaut den Bauern einmal zu. Seht die verdorbenen Lande an. Die Wälder, deren Holz man nicht mehr verbrennen kann. Die Rehe, die man nicht mehr essen kann, weil sie zurückbeißen. Das hat die Sache wirklich besser gemacht für die Leute? Glaubt ihr wirklich, dass all das weniger Leid gebracht hat, als die althergebrachte Ordnung? Dass die Verderbnis des Landstriches wirklich besser für die ist, für uns, die darin leben? Für uns, deren Geburtsrecht er ist? Das Land stirbt. Langsam aber sicher. Und bald wird niemand mehr dort leben können. Egal ob mächtig oder nicht. Entweder hat euer Herr das ausgelöst, dann ist er ein Narr, denn es funktioniert nicht. Oder er kann es nicht aufhalten. Dann ist er nicht so stark, wie ihr uns glauben machen wollt. Ausgelöst hat es jemand, der kein Borbaradianer ist. Ich sagte bereits, dass ich Jol Gurmak nicht unbedingt betreten sollte, weil, nun ja, dort wird eher Blackerats hochgehalten oder Agrimod, der feurige Vater. Wenn wir weiter nach Süden gehen... Übrigens geht das mal zusammen, wenn sie das sagt. Ja. Wenn wir weiter nach Süden gehen, dort herrscht Tagunitod vor und Rassasor. All dies sind... Das sind Menschen und Wesen, die ihm gefolgt haben, die seine Ideale nicht verstanden haben. Selbst Xeran, derjenige, der die Borbaradianische Kirche gegründet hat, benutzt sie eigentlich nur für seine Umtriebe, damit er mehr Geld verdienen kann. Ich selber folge diesen Faden nicht. Ich sage, man kann mit den Menschen ordentlich reden. Man muss die Länder nicht verpesten oder zu Untoten erheben. Man muss keine Experimente mit den Wäldern machen. Ich muss mich auch nicht für diese Leute rechtfertigen. Es sind keine Borbaradianer. Ich sage einfach nur... Und doch macht ihr von ihren Werken Gebrauch. Wo mache ich denn... Und doch hetzt ihr Dämonenarchen gegen Xeran, damit sie ihm seinen Splitter abluchsen. Habe ich eine Dämonenarche irgendwem aufgehetzt? Ich sage nur, dass es einen Machtwechsel gab.